Idee. Ich würde mir die Ex kaufen, da sie auf Amazon gerade auf ist. Ja, vielleicht will ihn jemand. Blöde Kuh, willst du sterben oder so? Aber ich wusste, dass du bremst, weil du immer noch ein Gewissen in dir trägst. Was? Du bist Kentaro Honjo, ein Schüler im ersten Jahr auf der Serio High School. Woher kennst du meinen Namen? Sieh dir dieses Bild an. Mhm. Was zur Hölle? Fühlst du keinen Charme, unschuldige Passanten so zu belästigen? Was verdammt nochmal redest du da? Bitte, ich will nur, dass du aufwachst. Du bist nicht wirklich du, oder? Sag mir sofort, was der Scheiß soll, du Winzling. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich muss einschreiten, sonst läuft es wie beim letzten Mal. Wir müssen uns jetzt prügeln, ne? Na? Hey, immer mit der Ruhe. Wir wollen dir nicht drohen oder dich erpressen. Ich möchte bloß, dass ihr etwas über eure Taten nachdenkt. Oh. Erpressen? Darum geht es also. Was? Ihr wollt meinen Alten erpressen, weil er eine große Immobilienfirma hat, oder? Nein? Nein, du Dreier-Schüler. Ich sagte doch gerade, wir wollen dich nicht. Halt die Freche, fick dich! Scheiße, warum passiert sowas immer uns? Was ist? Ich rede doch jetzt nochmal mit ihm. Aber warum ist jetzt jemand so aggressiv? Einen großen was? Immobilien. Ja, kam mir da einfach so eine Schlag aus. Böse, böse, böse. Böse, böse, böse. Hat er verdient. Der war voll frech zu uns. Scheiße. Sieh dir das an. Dasein des Jo. Die nicht weg. Das bist du. Das ist dein Dasein. Deine Existenz. Okay, und wen juckt's? Aha. Trifft dieses Foto nicht in dein Herz? Du konntest es nicht einmal ansehen. Ja. Ich wette, du wusstest bereits, dass du eine Untat begehst. Da würdest du sowas in Real Life machen, die würden dir das Handy aus der Hand nehmen, das irgendwo gegen eine Wand werfen und weitermachen. Überleg doch mal, was, wenn du eine schwangere Frau getroffen hättest. Oder einen alten Mann. Du hättest ihnen das Bein brechen können. Wenn es nur das Bein ist, also ich... Und dann könnte er nie wieder gehen. Okay, übertreib's nicht, aber na gut. Wende nicht deinen Blick ab. In diesem Moment kämpft der Gute und der Böse Takeyan in dir. Zeit für die Aufhebung. Bitte hör auf! Das reicht. Yagami-san, hast du durch das Foto erkannt, wie dumm dein Verhalten war? Versprichst du nicht mehr, wie ein Irrer durch die Gegend zu rasen? Oh. Na gut, ich tue es nicht wieder. Ganz ehrlich, ich schwöre. Ich hatte keine Ahnung, dass ich beim Fahren so aussehe. Ja, der Blick von vor 5 Minuten, ja. Können wir jetzt bitte einfach aufhören? Das hat echt gewirkt. Das war die, wow. Die profunde Macht der Fotografie. Die Macht der Objektivierung des Egos. Mit der Macht des Mondsteins. Ich hab dir zu viel Sailor Moon geguckt. Ja. Lisa bricht regelmäßig Hälse, ja. Aus alle Level 1 Emotes. Ihr müsst mal ein bisschen höher. die Emotes oben fehlen mir alle. Tut, tut. Merkt euch, Kinder, mit Gewalt löst ihr alles. Ich habe die Macht. Oh, nice, Little Jim. Du hast ja in Stufe 3 Sub sogar. Ich kann mein Sub 3 Emote nutzen. Oh hey, da ist ja der Meister. Toribe, wie ich hörte, ermittelt ihr zum Professor. Hi. Ja genau, unser aktuelles Thema lautet nämlich Kriminalität. Darum wollte ich den Professor aufspüren, weil er für das alles verantwortlich ist. Dank Tier 3 Gift kann ich es machen. Sehr schön.
Wald ist mein dritter Vorname. Hör sofort auf damit. Hä? Was? Verfolge ihn nicht. Jage ihn nicht. Aber warum nicht? Also, eigene philosophische Ideen und Machtkämpfe vertragen sich nicht, Toribio. Hm? Was? Du riskierst, von der Ideologie verschlungen zu werden. Vertrau mir, du wirst nie einen Weg finden, Philosophie und Kunst zu vermählen. Aber Meister, der ist sehr verdächtig gerade, ne? Hallo Sense, mir geht's gut. Ich bin nur ein bisschen Rippchen heute vom Tätowieren und so. Aber sonst alles gut. Na? Was glaubst du? Was wollte er eigentlich sagen? Ja, das ist mir klar, Little Jim. Dass hier irgendeiner war. Hallo Tobi. Im Grunde macht er sich Sorgen um mich. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich die richtige Interpretation ist. Hikawa meinte, wir sollen den Professor nicht weiter verfolgen. Also was machen wir jetzt? Naja, Meister Hikawa meinte einmal zu mir, die Worte der großen Philosophen darf man nicht buchstäblich verstehen. Er meinte, die philosophische Sprache ist oft so unverständlich, dass es sogar jahrzehntelange Dispute um einen einzigen Satz gibt. Nun, keine Ahnung, ob Hikawa ein großer Philosoph ist, aber was er sagt, ist definitiv unverständlich. Also kann ich Meister Hikawas Aussage so interpretieren, wie ich will. Das ist eine sehr großzügige Auslegung. Für dich ist das Glas wohl immer halb voll. Jedenfalls heißt es wieder zurück ans Werk. Ich sollte lieber auf sie aufpassen, damit sie nicht wieder in Schwierigkeiten gerät. Aber diese Schüler sind hier alle sehr seltsam. Bin ich selber beim Tätowieren? Ja. Mal wieder. Hm? Ich hab heute wieder ein neues Tätowieren. Wusch, wusch. Da. Witcher. Ich habe auch ein Piercing, aber das sieht man nicht, weil das ist da drin und das kann dauert 8 Wochen oder so, bis ich das wechseln darf. Hast du dich getraut? Ja, sogar 2-mal habe ich gefragt. Ich musste noch mal testen gehen. Weil die können nicht ohne Test an meiner Nase rumpopeln. Corona und sowas. Muss ich zur Sicherheit nochmal einen Test machen gehen. Habe ich dann schnell noch gemacht, dann bin ich wieder zurück. Dann hat die das gemacht und ja. Ich habe mir gedacht, besser jetzt frage ich, bevor ich mich wieder nicht traue. Ja. Bin ich ein bisschen stolz. Ich bin sehr schüchtern. Das hat mich sehr viel Überwindung gekostet. Wie findet ihr eigentlich die Transition? Könnt ihr euch bei Klaus bedanken, der hat mir geholfen. Gute Entscheidung, ja. Meine, das ist halt am Septum, das kannst du halt dann wieder abmachen, dann sieht man nichts und das ist halt das Gute daran. Die Stelle kann man halt auch verstecken. Deswegen kann ich das immer so machen, wie ich Bock habe. Das finde ich ganz gut. So, hier ist jetzt aber nichts weiter, oder? Oh doch. Toribe. Yagami-san. What? Was ist los? Ist was passiert? Ich habe was gesehen. Ach ja? Und was? Kennen Sie Saiga-Sensei? Er unterrichtet Sozialkunde. Ja. Nein, den kenne ich nicht. Vorhin stieß ich auf dem Gang mit ihm zusammen, da ließ er einen Zettel fallen. Als ich ihn für ihn aufhob, sah ich, dass das ein Brief war. Mhm. Was für ein Brief? Es war getippt, also schätze ich wahrscheinlich ist es... Ein Erpresserbrief. Nanda to? Ein Erpresserbrief? Was stand denn da drin? Können ihn sich ansehen. Ich habe ihn hier. Wirklich? Warum das denn? Als ich ihm aufhob, bin ich einfach weggerannt, ohne nachzudenken. Was machst du denn für Sachen? Ich habe nicht nachgedacht. Wie auch immer, hier ist der Brief. Was ist mit dir? Hallo, Pia. Ach der, ja, machen wir lieber nicht diesen Witz-Agent, das mag der nicht. Der wird damit immer aufgezogen, das ist irgendwann nervig für ihn. Kannst du verstehen. Mach das Kind Bett fertig bis nachher, ihr Lieben. Alles klar, Nino. Ich habe Kopfschmerzen, die Nase läuft und ich huste. Geil. Dann gute Besserung, Keks. Agent, du kannst aber Yami ärgern. Yami heißt Patrick. Du kannst dann immer sagen, ist da die große Krabbe? Der verträgt das. Das mag er ganz doll, der Yami.
da ist er ja, Klaus. Hab auch ohne zu übertreiben lange nach passenden Transitions zu finden, soll er nicht billig aussehen. Ja, siehst du? Ich habe ja extra gesagt, dass du mir dabei geholfen hast. Ich sage eigentlich einfach, dass. Guck mal, ich habe was Neues, fertig. Ich habe ja davon. Ich habe ja Hilfe bekommen. Pa, sag ich, pa! Bei Klaus ist er verbunden, aber mich da mal mobben. Ja, Yami, du bist nur der Fisch, ist okay. Die große Krabbe, Yami. In Ordnung, ich sehe ihn mal an. Ich weiß von Ihnen und Moriko Machikawa vom dritten Jahr. Ich habe fotografische Beweise. Es ist eine Schande, eine Affäre mit einer Schülerin. Und daheim warten Frau und Kind. Wenn nicht alle Welt von ihrer Schande erfahren sollen, kommen sie heute Abend zur ersten Ebene des Parkhauses an der South Sakura River Street. Bringen Sie 2 Millionen Yen mit. Kommen Sie allein. Keine Fisimantenten, ich kann mir lesen, sonst erfahren meine Freunde, das sind übrigens der Professor und die Neo-K-Hingang, alles über ihren Ungehorsam. Das steckt in einem Umschlag mit einem Foto. Shit. Aber hier steht, dass der Professor hinter allem steckt. Ich weiß, ob es, wer weiß, ob es stimmt, aber wir können es auch nicht ignorieren, oder? Ah. Ja, hier, ich wink nochmal. Grammatik, danke, Handy, mit dem Wort verändern. Ich kann heute nicht mal reden, also alles gut, Klaus. Dein Handy verändert alles und ich kann heute nicht richtig reden. Klappi Zombie! Ah, schön. Da hast du recht. Hm? Wie? Zotto! Wo ist der Brief? Oh. Wo hast du ihn versteckt? Gib ihn zurück! Wissen Sie, bei solchen Dingen bin ich froh, dass es den Krimi-Club gibt. Was? Das war alles ein bisschen zu viel für mich. Also gab ich ihn Amasawa-san vom Krimi-Club. Was? So, dann wenn Amasawa den liest, stecke ich noch tiefer in der Tinte. Tut mir leid, Amasawa-san. Das hat sie sehr gut gemacht, ihn jetzt gerade abzulenken. Damit wir Zeit haben und schnell abhauen können. Yagami-san. Alles klar, mitteln Sie mit mir diesen Erpressungsfall, Yagami-san. Geben Sie einfach Bescheid, wenn Sie bereit sind. Okay. Dann sollten wir das direkt machen, ne? Sagen, ich finde den Fotoclub ist jetzt ganz cool. Besser als der Robotikclub. Okay, das mit der Xbox hat sich erledigt. 455 Versandkosten sind mir zu krass. 455 Versandkosten? Wie kommen denn die Versandkosten bitte zustande? The fuck? Alles ist besser als der Robotik-Club. Ja, ohne Scheiß. Scam, wenn ich raten müsste. Weiß Gott alleine. Was ist die Konsole normalerweise? Ja, dann würde ich die Konsole besser behalten. Ja, das ist ja kacke. Der Übergabeort befindet sich in diesem Parkhaus im hinteren Teil des ersten Stocks. Ja, dann ist da. Sind das nicht ziemlich viele verdächtig aussehende Typen in dem Parkhaus? Ja, die könnten zur Neo-K-Hingang gehören. Vielleicht passen sie auf, dass kein Fremder hineinkommt. Vielleicht hat der Erpresser die Wahrheit gesagt. Meinen Sie also, der Professor und die könnten mit dem Erpresser zusammenarbeiten? Gut möglich. Das wäre allerdings ziemliches Glück für mich. Also dann. Was haben Sie vor? Ich schleiche mich rein und schieße Fotos. Was willst du? Das willst du doch, oder? Hä? Wollen Sie etwa trotzdem das machen? Oh. Na klar. Schließlich sind wir so weit gekommen. Da können wir das auch bis zum Ende durchziehen. Oh Gott, jetzt muss ich wieder schleichen. Ich nehme alles zurück. Der Fotoclub ist doch nicht so cool. Was für ein Foto soll es dieses Mal sein? Eines mit dem Gesicht des Erpressers, bitte. Ja, es wäre fantastisch, wenn Sie ihn direkt bei der Geldübergabe erwischen. Okay, dann gehe ich mal auf Fotosafari. Was? Gibt's da was? Jetzt die Frage, soll ich von unten schleichen oder oben? Hier unten durch, ne?
Das sieht er jetzt nicht, oder was? Ist klar. Er hat mich jetzt nicht gesehen, ja? Bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, der braucht eine stärkere Brille. Ich glaube, der braucht eine stärkere Brille. Ist doch fake. Okay. Kannst du mir nicht erzählen, dass er das jetzt nicht gesehen hat? Ich meine, gut, dass es so kacke, dass sie so kacke sind, die NPCs. Da habe ich nicht so ein Problem, weil ich mit dem Schleichen so schlecht bin. Das wird aber nicht gut, der sieht mich ja dann von vorne. Oder? Wobei, die sind ja so blind. Rück dich. Rück dich, du Stück. Okay, der sieht mich dann. K.O. Na gut, so klappt es nicht. Aber fast, habt ihr gesehen? Er hat das auch am Anfang gar nicht mitbekommen. Überspringen. Yoshi, iku ka. Ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren, ob der auch so blind ist. Der hat es gemerkt. Meine Schande. Eben hatte mich nicht gesehen. Okay, Mann. Böse Scheiße hier. So, alle guten Dinge sind drei. Hallo, Duri. Ja, etwas, Duri. Ich bin gerade ein bisschen zu forsch. Jetzt die Duri. Kann ich nicht einfach hinter dem schleichen? Warum muss ich denn das jetzt werfen? Soweit gut. Ja, geh hin, da liegt 100 Yen. Damit kannst du dir was aus dem Automaten holen. Oder vielleicht auch nicht. Halsschmerzen lindern? Oh, dein Hals ist immer noch RIP. Brech ihm den Hals. Ich kann dir gern den Hals brechen. Das PS5 Spider-Man gut? Also welches jetzt? Das Miles Morales oder? Welches war das jetzt? Lala. Ich fand's gut, es hat Spaß gemacht. Es halt geht jetzt nicht so extrem lang, aber das ist ja bei Spider-Man eigentlich üblich. Oh, jetzt kommt er hierher? Nein! Wieso kommt er hier? Oh. Also. Hä? Warum? Warum ist... Wieso ist denn der jetzt zu mir gekommen? Hä?
für ein Schwachsinn? Ich gehe denen jetzt einfach den Hals brechen. Ist mir jetzt scheißegal. Auf die Fresse. Er braucht jetzt gar nicht hier so machen. Boah, ich hasse Schleichaktionen. Lass mich raten, wenn wir das Foto nicht rechtzeitig schießen, dann müssen wir auch nochmal alles von vorne machen, oder? Könnt ihr das selber machen. Jetzt kann ich wieder nicht aufstehen, wirklich. Ja, geh mal zur Münze. Ich bin zu dumm für Spider-Man, ich sterb da immer. Lisa holt sich die 100 Yen wieder, sie braucht sie für die UFO-Catcher. Ja. Sache. Aber was mache ich jetzt mit dem Typen da? Denkt mir nicht auf den Sack. Ich würde am liebsten hinter den gehen und den einfach mal... Oh, der kommt ja bis hier rüber. Hey, warum kann ich ihn nicht? Wieso geht es nicht? Was ist das für ein Schwachsinn? Was ist denn das für ein Kack? Ich muss extra eine Münze werfen, dass ich ihn besiegen, ausschalten kann? Hä? Was ist denn das für ein Bullshit? Ja, ich habe immer 100 Yen Münzen bei und schalte dann alle so aus. Yoshi, iku ka. Hey, ganz ehrlich. Ich war ja dann geduckt. Das ist echt... Oh. Das ist so klobig beim Schleichen leider. Ich muss die Münze... Ich muss sie werfen. Das ist eine Scheiße. Das Problem ist, ich muss wahrscheinlich dann zu dem blauen Auto irgendwie hin, oder? Ah, ich finde das kacke. Boah, jetzt sieht er mich. Ich war zu spät, ne? Deine Brille ist ein Spiegel. Wie damals in diese Mickey Mouse Zeitung und so. Diese Spiegel mit, diese Brille mit Spiegel hinten dran, ne? So dann nach hinten gucken konntest. Ja, das Spiel fordert mich raus, ja. Oh wow, Klaus. Super. Ach, jetzt oder was? Jetzt! Ganz hart. Ich bin das selber, ich aber besser. Das war irgendwie cooler gemacht. Ich muss aber zugeben, ich hatte in Splinter Cell damals richtig Schiss. Weil da so viele Gegner waren, musstest du die halt alle ausschalten leise und oh, diese Musik dabei immer. Und die Sprüche. Hoffentlich sieht jetzt keiner. Okay. An den gehe ich jetzt einfach vorbei. Gar nicht noch mehr riskieren. Hier müssen wir jetzt Fotos machen. Gibt es überhaupt noch Mickey Mouse Zeitungen?
Damals gab es den. Gibt aber noch dieses Taschenbuch. Das habe ich letztens wieder gesehen. Lese die auf Klo. Geil. Da ist Saigas Sensei. Er scheint auf jemanden zu warten. Hm. Ist das nicht der Hikawa, der ehemalige Leiter des Fotoclubs? Er ist der Erpresser? Unmöglich. Wie auch immer, ich muss ein Foto von Hikawas Vergehen schießen, ohne bemerkt zu werden. Wow. Okay. Ich habe keine mehr gesehen. Wie hat er mich jetzt gesehen? Hier sieht er mich nicht mehr. Hä? Warum? Wieso sieht er mich jetzt? Eben ist er an mir vorbeigelaufen. Ich bewege mich jetzt nicht. Doch die Fresse, ey. Ich sehe aber sein Gesicht nicht. Nein! Aber wenn er sich umdreht, dann, ne? Ich mache hier gerade so Aktionen. Nein! Ich bleib da jetzt einfach in der Ecke. Vielleicht besser. Hier sehen die mich nicht, oder was? Die laufen an mir vorbei, hier ist einfach eine fette Lücke und jetzt sehen die mich nicht. Oh, ich verstehe das Spiel. Ich denke, du bist ein Auto. Was? Die nennen uns fett? Oh, sowas kenne ich, du, sowas habe ich auch schon mal erlebt. Ach, daher hast du das mit dem Knusper. Ah. Nicht ganz. Wirklich, dieses Spiel ist so nervig, war wieder. Ich habe mich einmal 1 Zentimeter bewegt, der hat mich gesehen. Ich
Spiel ist gerade. Ich weiß nicht, die wollen jetzt wieder mehr als. Es dauert auch so lange, bis er mal endlich seinen Umschlag aus seiner Knastbrieftasche holt. Jetzt habe ich es mit dem Umschlag. Aber ich könnte vermutlich noch bessere Fotos machen. Nein! Nein! Du nimmst jetzt das Foto und die kann mich mal am Arsch. Pech. Gut, getroffen. Jetzt nicht sie raus hier. Soll sie sich damit zufrieden geben? Ich will den Bonusinhalt nicht. Unmöglich. Meister Hikawa? Ah. Ja, stellen wir ihn später zur Rede. Nein, das glaube ich nicht. Ich weiß, wie du dich fühlst, aber ich werde ihn zur Rede stellen. Oh, na super. Oh, hey. Ah. Macht's ja echt super. Jetzt rennst du da hin, oder was? Meister Hikawa! Toribe, warte! Halt, du Dreckskerl! Ärgermisan auch? Sisho! Meister Hikawa, warum sind Sie Saiga-Senseis haben Sie Saiga-Sensei erpresst? Wovon redest du? Dum, 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 dum. Ja, das. Warum geschieht sowas? Na. Sie haben uns nur gesagt, dass wir den Professor nicht weiter verfolgen sollen, um ihren eigenen Hintern zu retten, oder? Bist du Yagami? Koga-san hat mir von dir erzählt. Du steckst deine Nase in anderer Leute Angelegenheiten. Ja, und nicht nur da rein. Mattacke. Wie viel von den 2 Millionen Yen Erpressergeld wolltet ihr für euch abzweigen? Wer weiß, ist aber egal, weil ich dir nämlich gleich den Schädel zertrümmere. Yagami-san! Yagami-san? Ihr drei bleibt zurück. Lisa! Okay! Ja? Was ist denn? Furi! Oh, ich, Klaus, wollte ja als ja, nicht ganz knusper. Nee, das sind wir auf jeden Fall nicht. Zombie! Wer hier knusper ist, der sollte gehen. Na? Hast du die Website des Professors im Dark Web genutzt? Ja. So erfuhr ich von Saiga-Senseis Affäre. Eine Website im Dark Web? Sowas gibt es wirklich? Sie ist der Ursprung der Gerüchte über die Affäre zwischen Moriko Mashikawa und ihm. Was? Wirklich? Und darum hast du heimlich Fotos geschossen, um ihn zu erpressen? Es fing alles damit an, dass der Professor mich kontaktiert hat. Er meinte, wenn ich mehr über Saiga-Senseis Affäre erfahren will, würde er mir ihren nächsten Treffpunkt verraten. Der Professor gab dir also einen Tipp? Ja, keine Ahnung, warum er von der Affäre wusste, aber er kannte ihren nächsten Treffpunkt mitsamt der Uhrzeit. Selbst für einen Detektiv ist es schwer, tagelang jemanden zu beschatten, der eine Affäre hat. Wenn man die Route kennt, fällt es natürlich leichter. Unglaublich, dass das rausgekommen ist. Ja, Saiga, du bist ein Stück Scheiße. Saiga ist ein Stück Scheiße. Der hat eine Affäre mit einer Schülerin, hat aber zu Hause eine Frau und ein Kind. Richtiges Abschaum hier. Meister Hikawa, warum passiert sowas, mit Fotos jemanden zu erpressen? Dabei sollte Fotografie doch eine Kunstform sein. Ich habe das Geld für meine Ausbildung gebraucht. Für die Uni? Aber was glaubst du, wie viel es kostet, 4 Jahre lang eine Privatuni zu besuchen, um eine eigene Wohnung zu mieten, so eine
Promotion. Ich kann mal lesen, Mann. Kostet uns so. Der redet so. In der Stadt sind doch alle scheiße. Selbst wenn das stimmt, für eine bessere Zukunft opferte ich meinen Stolz, um meine Träume zu verwirklichen. War ich zu allem bereit. Meine Privatuni. Kann sehr gut sein. Kann nicht mehr lesen, ne? Das meine ich ja. Ich bin schon. Privatuni. Ja, es tut mir leid, Mann. Ich will. Ich sagte doch, ich kann nicht mehr lesen heute. Das ist ganz schlimm. Ich verhaspel mich die ganze Zeit. Sicher. Alter, das ist richtig. Am Anfang des Streams schon die ganze Zeit verhaspelt. Jetzt hier kann ich nicht mehr lesen. Meister Hikawa, hier. Ich dachte dabei an Toni, genau. An Toni. Meister Hikawa. Dieser Gesichtsausdruck, das ist der Blick eines Kriminellen. Ach, unsere Liz. Ja, die verpeilte Liz. So etwas möchte man nicht sehen, oder? Man will so ein Foto nicht ansehen, das einen zum gehassten Objekt macht. Ja, mein Blick ist teuflisch. Ich sah teuflisch, als ich Saiga-Sensei erpresst habe. Es ist schrecklich, das so zu sehen. Ich hatte solchen Respekt vor meinem Meister. Toribe, es tut mir leid, ich... Hallo, Chloe. Einfach Streamers machen, es hatte einfach keinen Sinn mehr. Ja, ich glaube auch. Saiga-Sensei, wie? Ja. Hallo. Reden wir über die nächsten Schritte. Was sind die Folgen und was soll mit Hikawa geschehen? Sicher? Yagami-san? Keine Sorge, ich werde nicht zu hart mit ihm sein. Ah, Toni. Ach, sei doch ruhig. Sei doch ruhig! Habe ich zwei Stunden verpasst. Indem ich mich nur verlese und Quatsch mache. Ja. Hallo Yagami-san. Oh. Hey, hallo. Wie ist es gestern gelaufen? Was ist mit Meister Hikawas Bestrafung? Ah. Oh, ich habe das mit Saiga-Sensei geklärt. Saiga-Sensei wusste, dass ihn zumindest eine Teilschuld trifft und er hat letzten Endes sein Geld zurückbekommen. Wir haben also entschieden, Hikawa nicht zu bestrafen. So ein Glück. Aber Saiga-Sensei bereut seine Handlungen. Er wird kündigen. Toribe. Echt? Ach, und Toribe, eine Sache noch wegen Hikawa. Hm? Ja, Quatsch. Quatsch ist ja der Wichtigste. Ja. Ich kenne nur Riva Tuner als Programm. Mann! Das meinte ich doch gar nicht. Seid gemein. Ich habe mich gerade exmatrikuliert. Hä? Weiß, warum? Ich dachte, es gibt keine Bestrafung. Saiga-Sensei hat mir vergeben, aber ich selbst kann mir nicht vergeben. Dein Foto hat mich stark getroffen. Ich muss sagen, ich verlor nicht in einer wahrhaft Nietzsche. Weil man, der schreibt doch, nervt doch so mit seinem Gerede da. Scherften ewigen Wiederkunft des Kapitalismus selbst aus den Augen, während meine Existenz sich materialisierte. Der redet aber auch so kompliziert. Aber das, was sind aus der. Ich bin froh, wenn ich den los bin. Können wir den verbrennen oder so? Kann dich jederzeit wieder immatrikulieren, aber eine Sache kann ich nun jetzt sofort tun. Hm? Was ist das? Ich habe mich entschieden, als Fotograf eine Reise durch verschiedene Länder zu unternehmen. Ja, bitte komm nie wieder. Hä? Was? Der Dämon in mir flüsterte. Geh. Willst du wirklich deine kostbaren jungen Jahre an irgendeiner alten japanischen Universität vergeuden? Die Wahrheit ist, ich war die ganze Zeit verloren. Doch dank dir, Toribe, konnte ich wieder zu mir finden. Meister, das ist die Aufhebung. So ist es. Ich kapiere überhaupt nichts. Zuerst geht es aufs asiatische Festland, dann nach Indien, vielleicht nach Tibet, zu den Geburtsstätten des Buddhismus, in denen die Philosophie sämtlicher Schöpfung ruht. In diesen Ländern werde ich meinen organlosen Körper entdecken, der durch den Materialismus vergiftet wurde. Alter, verpiss dich jetzt. Ich will nicht bloß ein Sophist sein, der im Elfenbein hohem Wissen anhäuft. Lieber bin ich ein Ei. Ja, ein Ei, was ich zerquetsche jetzt. Geh! Na? Boah, was labert der für eine Scheiße? Boah, der ist so anstrengend.
Mein Schiff fährt los. Ich hoffe, es sinkt. Ich hoffe, es sinkt. Komm nie wieder. Boah, mein Kopf. Ich platz gleich. Du magst ihn ja richtig. Der ist so anstrengend. Ein echt seltsamer Typ, aber er schien von seiner Exmatrikulation. Alter, Yagami, fang jetzt nicht auch so an, begeistert zu sein. Das ist ziemlich, zumindest positiv. Hi. Meister Hikawa ist immer noch ein toller Typ. Nur seine Prinzipien wegen natürlich. Oh Gott, ey. Heilige Scheiße. Ist der Fotoclub jetzt aber fertig? Nach Indien, was? Ja, auf einen Elefant zerquetschen. Vielleicht steckt ihm in ihm doch mehr, als wir dachten. Einer dieser philosophischen Künstlertypen. Oh. Hm. Ich hätte ein letztes Foto mit ihm machen sollen. Nein, bitte nicht. Wie auch immer, was den Professor angeht. Stimmt, mich lässt es nicht los, dass der Professor Hikawa-kun direkt kontaktierte. Nimmt der Professor nicht häufiger Kontakt mit den Nutzern seiner Website auf? Nein, das war eine seltene Ausnahme. Vielleicht dachte er einfach, mit Hikawa zu reden würde ihm nützen. Schwer zu sagen. Drei Tage später ist er wieder da. Oh nein. Warum ist Toribe jetzt hier? Was machst du denn hier? Ich bin wegen Itokura-san hier. Ich habe ihr Lächeln immer noch nicht auf mein Foto eingefangen. Chotto! Lass mich einfach in Ruhe! Hieß es. Durch Yagami-san habe ich gelernt, dass die Fotografie beharrliche Geduld erfordert. Soll ich einfach gehen? Warum lächelst du nicht einfach für sie? Run. Warte. Oh je, jetzt hat sie einen fotografischen Stalker. Wie schön, dass Itokura-san eine neue Freundin hat. Kann man das Freundin nennen? Wenn man das Freundschaft nennen kann. Nein, ich würde jetzt auch nicht gerne verfolgt werden mit einem Fotoapparat. Alter. Ermittlungsakte 9 fertig. Doppelbelichtung. Haben wir das wirklich geschafft? Haben wir es wirklich geschafft? Der scheiß Fotoclub ist auch fertig. Er ging eigentlich. Der war nur ein bisschen seltsam. Aber es ging. Aber ihr wisst ganz genau, was wir jetzt weitermachen müssen, ne? Das, was ihr alle liebt. Yagami immer zusammengeschlagen aussieht. Ja, der kriegt doch nur... Der ist nur in Prügeleien verwickelt. Roboter? Ja, zum zweiten Mal heute. Das ging vorhin nicht weiter. Ich habe ein bisschen Training gemacht. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Finale. Oh mal. Kapierst du es immer noch nicht? Was ist das hier? Nanda, kore wa kattena koto o suru na to ittaro. Shiga, kore wa Okay, was ist hier los? Wakanai. Kurumazaki ga mata yotei to chigau koto shite ta mitai. Schedule ga yabai koto wa wakatteru daro. Sore nano ni mata henkei da no gattai da no anime kabure na koto. Chigau. Anime kabure janai. Kore wa souyu no wa bukatsu janaku katte ni shumi de yatte kure. Tanomu kara schedule dori kimerareta koto wa yatte kure yo.全てこっちはすべて考えてプランを組んでるんだ。僕にだって考えはあるんだ。なんだって？僕にだって考えがあるんだ。車崎。車崎。 Ja, wir haben verstanden, wie er heißt. Ich muss auch nochmal sagen, Kurumazaki. Wie oft haben die es jetzt gesagt? 4, 5 Mal? Ich habe so das Gefühl, dass er diesen bösen Roboter, der andere Leute überfällt, gebaut hat. Oh. Unterhalten wir uns mal kurz. Wie heißt er nochmal? Oft, damit man es nicht vergisst. Also 201 Mal. Geil.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich mal so die Beherrschung verlieren sehe. Ist halt ein Gefühl. Ja, am Arm, der wehtut und die Nase. Die Kopfschmerzen gehen aber langsam weg. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Der Leiter hat recht. Mhm. Wirklich? Romasaki-kun, hast du nicht gesagt, du hast Ideen? Nagami-san, es tut mir leid. Ich glaube, ich höre mit dem Robotik-Club auf. Was? Warum? Der Leiter hat immer recht und ich kann einfach nie sagen, was ich meine. Ich kann nicht mehr. Ich verstehe dich, aber du darfst nicht überstürzen. Einfach einen Schritt nach dem anderen machen. Hoi. Okay. Bei Kopfschmerzen trinken. Ja, ich habe heute sehr wenig getrunken und dann 4-5 Stunden beim Tätowierer. Das war nicht so gut. Bei Koromasaki-kun hat sich einiges aufgestaut und trotzdem hat er mir nie gesagt, wie es ihm geht. Ich sollte zurück zum Clubraum gehen. Wo bin ich jetzt hier? Ich bin oben auf dem Dach. Wo geht's denn jetzt hier wieder runter? Weniger Zucker habe ich letztens gelesen. Ich trinke eine Fritz-Cola ohne Zucker.